Das also soll sie sein, die E-Auto-Zukunft, die Felgen angerostet, das Design angestaubt? Egal, es geht ja um die inneren Werte eines Autos, sagt Willi Schmid, also um den Antrieb. Da hat sein Golf einiges zu bieten. Der Hobbyschrauber hat den Spritfresser Baujahr 98 in ein abgasfreies E-Mobil umgebaut. Nach dem Prinzip einfach und effektiv. Wir bauen ja eigentlich nur den Zylinderkopf runter, nehmen die Kolben raus, die Bläule raus und wir treiben ja eigentlich nur die Kurbelwelle an. Der serienmäßige Antrieb samt Getriebe bleibt also erhalten. Zylinderkopf, Kolben, Tank und Abgassystem werden aus und stattdessen ein Elektromotor eingebaut. Zahnriemenscheibe unten an der Kurbelwelle befestigt, da haben wir das Gas. Da sieht man, da ist jetzt momentan das Gas noch da. Das Prinzip von Willi Schreiners Erfindung ist so einfach, dass grundsätzlich jedes Auto in einen umweltfreundlichen Stromer umgerüstet werden kann, in nur einem Tag. Start zur Probefahrt. Zündschlüssel umdrehen und statt dem Diesel nageln, hört man nur ein leises Surren und der Golf bewegt sich. Das Geräusch, was man jetzt da hört, ist praktisch die Kette, die ersetzt wird durch einen Zahnriemenantrieb, weil mir das so zu laut ist. Interessant bei so einem Elektroauto ist, ich kann eigentlich mit dem dritten Gang, so jetzt habe ich den dritten Gang drin, er fährt ohne irgendwie zum Rucken. Eigentlich ist Willi Schmid ja Fan von schnellen, großen, PS-starken Autos, echten Spritfressern also. Aber für die täglichen kurzen Fahrten, sagt er, könnte man doch auf kostengünstige, umweltfreundliche E-Motoren umsteigen. Je nach Fahrweise fahren wir mit dem Auto so 60, 70 Kilometer. Und dann ist es in der Tat so, dass wir mit 10.000 Euro in so einen Antrieb überstehen können. Das reicht normalerweise für den täglichen Kurzstreckenbetrieb, sagt Willi Schmid. Mehr will der Erfinder gar nicht erreichen, denn der Elantri, wie er seine Erfindung nennt, soll preisgünstig bleiben und gleich mehrfach wiederverwendbar sein, unabhängig vom Autohersteller.